Ich wollte gerade sagen, die Regie kann es überhaupt nicht mehr abwarten. Gerade eben schon angekündigt, natürlich, wir freuen uns total. Blind Guardian sind hier, sensationell. Einmal natürlich Hansi Kirsch, Gesang, André Olbrich an der Gitarre und Markus Siepen auch Gitarre. Drummer fehlt heute, müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir freuen uns total, dass ihr hier seid. Seit mittlerweile über 30 Jahren im Geschäft, Mitte der 80er Jahre, gegründet in Krefeld unter dem Namen Lucifer's Heritage und von Krefeld aus dann wirklich, wirklich in die große Welt. Ihr habt ja schon wirklich überall gespielt. Ich glaube, ein paar Flecken fehlen noch auf diesem Planeten. Aber wie fühlt es sich nach 30 Jahren halt immer noch genauso frisch? Weil mittlerweile natürlich auch Familienväter. Aber wie ist es, nach weit über 30 Jahren auch im Geschäft unterwegs zu sein? Der Flecken ist extrem groß, muss man sagen. Wir haben zwar alle Kontinente gespielt, aber wenn man sich es dann auf der Landkarte anguckt, ist es doch noch eine Menge, wo wir nicht waren. Ich glaube, Indien fehlt vor allen Dingen. Indien auch, fehlt und Russland und China. Russland fehlt nicht, aber Russland ist so groß. Der Teil, in dem wir gespielt haben, ist relativ klein. Ne? Also Moskau, St. Petersburg, Nischni Nowgorod und ein paar andere. Es ist nach wie vor sensationell. Es macht richtig Spaß. Wir sind natürlich professioneller geworden. Heißt, die Musik steht mehr im Vordergrund als damals. Dementsprechend sind wir, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Ja. Na, aber ansonsten, egal wo wir hinkommen, wir sind immer noch interessiert an Ländern, Sitten, Menschen. Und das macht uns die Arbeit auch leichter. Ja. Kann man wirklich auch viel mitnehmen aus den verschiedenen Ländern? Oder ist es immer noch der Klassiker, wenn man denkt, Hotel, Konzert und wieder zurück zum Hotel? Warten gehört dazu. Ja. Also das ist eine Tugend, die jeder Musiker meistern muss. Die meiste Zeit verbringt man tatsächlich auf Flughäfen und das nervt total. Aber man kann schon was mitnehmen. Ja. Also man kann sich schon was angucken. Wenn man früh genug da ist in der Stadt, dann nutzen wir meistens die Zeit und sind dann fast hauptberufliche Touristen. Ja. Das ist auch nicht schlecht, auch du. Lucifer's Heritage war dann, glaube ich, 84, 85 unter dem Namen. 87 kam dann die Umbenennung in Blind Guardian und seitdem auch wirklich unterwegs. 1988 kam das erste Album dann auch auf den Markt. Und was ich bei euch faszinierend finde, dass ihr schon relativ früh im Ausland, vor allen Dingen auch in Japan, unglaublich bekannt war. Ihr habt ja auch dann ein Live-Album auch gemacht, die Tokyo Tales. Genau. Wie kam das mit Japan zustande? Ich glaube, die Alben damals waren als Import in Japan erhältlich und die Resonanz war sensationell vor Ort in Japan. Ja, das ist genau so. Wir müssen ganz kurz die Mikros mal austauschen, habe ich gerade gehört. Nur kurz austauschen. Okay. Genau. Es ist genau so gewesen. Es hat sich unheimlich schnell eine Welle entwickelt, die Richtung Asien ging und speziell Japan. Die Leute sind Metal-affin, schon immer gewesen, das hat sich auch nicht geändert. Und wir gehörten dann von den frühen Alben an zu den absoluten Lieblingen, sodass wir mit der dritten Platte einen Deal bekommen haben und kurze Zeit später auch schon unsere ersten Konzerte dort spielen durften, die dann in riesigen Hallen stattgefunden hatten. Und die Möglichkeit haben wir dann direkt genutzt und haben die Tokyo Tales aufgenommen. Ja. Seitdem sind wir eigentlich mega happy mit Japan. Ja. Ihr seid wirklich auch kontinuierlich auch unterwegs, kann man auch so sagen. Und das erste Album 88 war Battalions of Fear. Und vom Sound her war es ja damals wirklich noch so der klassische Speed Metal. Aber ihr habt es natürlich auch weiterentwickelt. Es kam dann irgendwann auch so ein bisschen Flächen mit dazu, keyboardmäßig vom Sound her sehr, sehr bombastisch auch. Wie kam das bei den Leuten an? Das kam sehr gut an. Wir sind, egal wie fixiert wir auf die Musik sind, wir sind jetzt nicht so, dass wir tatsächlich auf unsere Klientel schauen, was die hören wollen. Das war schon damals in den frühen 90ern so, dass wir uns die Freiheit genommen haben, herum zu experimentieren. Und mit jedem Schritt, den wir da unternommen haben, stellten wir fest, dass die Leute das eigentlich auch genauso wollten. Und seitdem wird das von uns erwartet. Von daher haben wir, glaube ich, im traditionellen Metal-Bereich schon eine Sonderstellung. Ja. Wenn das bei uns nicht passiert, dann glaube ich schon eher, dass wir Kritik kassieren würden. Wenn da immer neue Elemente reinkommen, es waren die Flächen, wie du gesagt hast, folkloristische Musik, dann klassische Musik, also streng klassische Musik. Solange das der Fall ist bei uns, sind die Leute happy. Und wir auch, weil wir uns ausleben können. Vor allen Dingen lieben euch die Fans natürlich auch. Es geht vor allem natürlich auch um die Texte und die Themen. Sehr viel aus dem Bereich auch der Fantasy-Literatur. Also natürlich neben Herr der Ringe, Tolkien habt ihr natürlich mit dabei. Ihr greift auch sehr gerne auf Werke zurück von Stephen King. Genau. Und nicht zu vergessen auch wirklich vom berühmten Science-Fiction-Autor Frank Herbert, den man ja übrigens natürlich kennt. Sein wichtiges Werk war ja Dune, der Romanzyklus, der auch mehrmals auch wirklich verfilmt worden. Und da war auch viele geschichtliche, gesellschaftliche, religiöse Themen auch mit dabei. Wie seid ihr überhaupt in diesen Bereich Science-Fiction-Fantasy gekommen? Das war
für uns tatsächlich eine Passion neben der Musik von Anfang an. Und das ist auch etwas, was wir teilen. Wir haben unterschiedliche Interessen. Die beiden sind ja große Gamer. Da spielt die Fantasy gleich auch noch drüber sprechen. Auch eine Rolle. Klar. Ich bin jetzt nicht so der große Gamer, aber ich bin Fantasy-Fan. Und das war so für uns so eine Schnittmenge, die einfach da war von vornherein. Und als wir angefangen haben, Musik zu machen, war das nicht unbedingt das Thema, was wir uns schon vorgestellt hätten für die Lyrics. Nur uns war ziemlich schnell klar, dass die Inspiration, die uns durch diese Sachen zugute gekommen ist, auch einen Einfluss auf die Musik hatte. Und so haben wir irgendwann angefangen, aus uns selbst heraus Musik zu designen, die schon in die Richtung ging. Und dann war es für mich eigentlich eine natürliche Sache, das dann auch dementsprechend aufzugreifen. Und da wir wirklich Tolkien-Nerds gewesen sind früher, in den 80ern, war das für uns so das Naheliegendste, erstmal in die Richtung zu fischen. Und ich denke, wir gehören damit zu den ersten Metal-Bands, die es gemacht haben. Wir waren vielleicht sogar die erste Metal-Band. Haben das auch mehr oder weniger etabliert. Ja. 2010 wart ihr unter anderem beim Wacken, da habt ihr den Metal Hammer Preis für die beste deutsche Band auch entgegennehmen können. 2011 wart ihr dann wirklich einer der Headliner. Mhm. Und wir haben natürlich jetzt viel über Musik gesprochen, wir wollen natürlich auch einmal ein bisschen reinhören in den Sound und vor allem auch die Atmosphäre. Gerade Wacken, sensationell als Headliner auf der Bühne zu stehen, wollen wir natürlich einmal ganz kurz in einen Clip hineinschauen aus dem Jahre 2011. Natürlich auch ein absoluter Klassiker von euch, Mirror Mirror, und dann gleich viel, viel mehr hier bei mir mit Blind Guardian. Auf dem Plattenland in Schleswig-Holstein, da stehen sie auf der Bühne, Blind Guardian. Wir haben gesagt am Anfang, das hätte auch ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen können. Die Pyros waren ganz schön nah, du. Ich gebe es zu, ich hatte Angst und ein bisschen Pipi in der Hose. Aber es hat alles, ein Glück, es ist alles gut gegangen. Es war eine grandiose Show. Hat total Spaß gemacht. Wir haben uns diese Pyros auch für den Schluss aufgehoben. Das waren Leute, die normalerweise für Rammstein zugange sind. Ja, also die Creme de la Creme. Und die haben es auch so krachen lassen und mich leider ein bisschen falsch instruiert. Ich war nicht böse, aber doch ein wenig verwirrt. Man hat so ganz kurz einen wirklich erstaunten Gesichtsausdruck bei dir gesehen. Ja, der war nicht so kurz. Oh, Wahnsinn. Nee, wir werden gleich noch viel, viel mehr von euch auf jeden Fall erfahren. Auch vor allem über euer eigenes Konzert bzw. das eigene Event von euch 2013 in Coburg. 2 Tage lang gespielt, da haben wir gleich auch noch sensationelle, coole Videos zu. Natürlich werden wir über das neue Album sprechen. Am 30. Januar ist es ja soweit. Hier vorne steht schon die sogenannte Mini-CD bei mir. Die ist ja schon soweit erhältlich. Twilight of the Gods haben wir eben schon am Anfang gehört. Darüber werden wir reden. Und vor allen Dingen, und da bin ich unglaublich neidisch, in 13 Tagen ist es soweit, heißt es nämlich für euch Leinenlos. Ein riesengroßes Event auf hoher See. Die wohl geilste Heavy-Metal-Kreuzfahrt von Südflorida nach Jamaica. Ich bin unfassbar neidisch. Viel, viel mehr gleich hier bei mir mit Blind Guardian. Vielen Dank schon mal auf jeden Fall bis hierhin. Jetzt erstmal hier der Klickblick für euch. Danke.